Helden hat die Legion zu Asche verbrannt. Dennoch seid ihr dem Ruf gefolgt. Und nun sind diese ignoranten Sterblichen gekommen, um ihre Erlöser zu vernichten. Unsere Zeit ist knapp. Ich kümmere mich um diese Eindringlinge. Euer Ziel ist jetzt Mardum. Findet den Sagarit-Schlüsselstein. Geht jetzt. Doch vergesst nicht, wenn ihr versagt, werden alle Welten brennen. Und damit, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Mini-Projekt, und zwar natürlich Let's Play WoW Legion, kann man eigentlich schon sagen, ne, obwohl wir eigentlich nur ein Pre-Patch sind. Das Demon Hunter Startgebiet haben wir uns in der Beta nicht ganz angeguckt. Wir haben einige Parts am Hochberg und der Klassenhalle gemacht. Die Playlist ist bestimmt oben verlinkt. Yeah, Stimmsequenzen, was los? Unser einziger Weg zurück, findet ihn und kehrt zum Schwarzen Tempel zurück. Ja, eine Menge Lore, die hier verarbeitet wird. Das Erste, was ich langsam machen muss, und das sollte jeder von euch tun vor Legion, denn da haben wir ja so einen Haufen von Stimmsequenzen, mal raussuchen, wo wir denn Dialoge zum Beispiel einfach mal hochregeln. Ich denke, da fällt das mit rein. Man könnte natürlich die Gesamtlogstärke von 9% noch einfach erhöhen, aber langweilig, Digga, ist langweilig. Was ist los? Ja, mega geile Sequenz, hier am Anfang direkt ein sehr, sehr cooles Element. Ich weiß nicht, vielleicht ist es dem einen oder anderen nicht aufgefallen, aber da wird tatsächlich ja direkt mit unserem Charakter auch gesprochen. Illidan wendet sich am Ende zu uns, das sind alles so First-Person-Sequenzen, alles, nämlich alle, beide, lel. Insofern wirklich sehr, sehr cool gemacht. Demon Hunter kennen wir ja größtenteils schon, da gehe ich nicht nochmal extra auf die Spielweise ein. Wer die Beta-Parts gesehen hat, der kennt das Ganze ja bereits. Und wir schauen uns einfach mal das Startgebiet an. Würde ich sagen. Fängt schon sehr cool an. Wir sehen hier diese Dämonen, nicht Dämonenjäger, sondern einfach Dämonenbrennende Legion Flotte. Das ist ganz neu, diese Schiffe, die sowohl teleporten können, als auch eben Schüsse absondern und gerne auch mal einen Kommandanten beherbergen. Also relativ interessanter Einstieg hier im Nether, würde ich jetzt fast mal sagen, so wie es hier aussieht. Boah, evil. Evil, evil, das sieht nach einer eroberten Welt aus, wenn wir uns das Grüne mal leben. Aber gut, genug angeschaut, wir wollen loslegen. Kein Sonshorn, tötet 15 Dämonen, machen wir doch glatt. Jawohl, und die Illidan-Lore ist tatsächlich, wie auch die von unserem guten Arthas Menethil, aka Lichtkönig, eine recht tragische, denn letztendlich basiert das alles auf, ja, blöden Missverständnissen, möchte ich fast sagen. So wie diese Animation, ist sie bei euch allen so? Nee, du hast nur keinen Bock, deine Waffe richtig zu halten. Nee, die ist schwer, muss ich hinterherziehen, das arme Frauchen. Ne? Ah, es ist auch ein schweres Leben hier als Dämonenjäger, muss man ja so sagen. Selbst die Wichtel haben eine Stimme, ne? In was für Zeiten wir leben, Freunde. Unglaublich. Denn tatsächlich, wer Illidan im Kopf hat, der sagt unter anderem sinngemäß zum Beispiel, sie nennen mich Verräter, obwohl ich es bin, der verraten wurde. Tatsächlich hat Illidan seine, ja, obwohl es ein Nachtelf ist, sage ich einfach mal, Menschlichkeit aufgegeben, ja, um diese dämonischen Kräfte zu bekommen und sie dann noch durch das Absorbieren der Macht im Schädel von Gul'dan noch zu verstärken quasi, einfach genauso, wie er es gesagt hat, ja, um unsere Welt zu retten. Ja, so viele Welten haben sie erobert. Die Dämonenjäger, wissen wir, sind natürlich verschmäht von ganz Azeroth, so wie auch die Todesritter. Erinnert euch ans Todesritter-Startgebiet. Wenn man rauskommt in die Hauptstadt, wird man auch erstmal bespuckt und so weiter. Denn kaum eine Armee oder kaum ein Gegenpool von unseren Fraktionen, Allianz und Horde, hat so viele Leben und Unschuldige auf dem Gewissen wie die Geißel, die Untoten also von Nordend und eben die Brennende Legion. Und die hängen ja auch noch ein bisschen zusammen. Ne? Der Lichtkönig ist ja letztendlich auch eine Kreation von der Brennenden Legion, muss man ja auch sagen. Das hängt also durchaus zusammen. Und darum sind die natürlich verhasst. Und wir als Dämonenjäger haben die Mächte eines Dämons in uns absorbiert. Ne? Darum leuchten wir auch so grün, darum können wir den entfesseln und so weiter. Und das ist eben nicht gern gesehen. Und dasselbe hat Illidan eben gemacht, in einem relativ frühen Strang der Geschichte im Krieg der Ahnen fing das Ganze schon an. Da hat er sich eben versucht als Druide, versucht als Magier und letztendlich dann als Dämonenjäger mit den Kriegskleven. Und ja, das wurde einfach nicht gerne gesehen. Gerade sein Bruder Malfurion Stormgrimm, wissen wir, ne, das ist ja das mit spirituelle Oberhaupt neben Tyrande Whisperwind als Hohepriesterin der Elun, das sind ja die beiden Nachtelfenanführer. Und ja, das konnten die eben gar nicht leiden. Ja, und haben dann einfach gesagt, Illidan, du hast uns hier verraten. Du kämpfst zwar irgendwie für uns, du scheinst auch so ein bisschen die Kontrolle zu haben, wobei innerer Dämon, ne, Dragon Age-Spieler wachen jetzt so ein bisschen auf und wissen, das ist nicht immer ganz so einfach, aber Illidan scheint das ganz gut hinzukriegen. Ja. Und
Ja, so wurde Illidan dann eben als Verräter gebrandmarkt, ja, und musste sich irgendwie arrangieren, ja. Hat dann irgendwann die Scherbenwelt versucht eben zu erobern, um einen Posten im Schwarzen Tempel zu beziehen, von dem man aus eben wie jetzt die Legionen in ihre Welten verfolgen kann, über diese Schlüsselsteine, die also Portale, das sehen wir ja im Vorboten-Trailer zum Beispiel zu Illidan, den wir, glaube ich, auch in diesem Startgebiet verarbeitet haben. Wenn man eben so einen Schlüsselstein hat, kann man eben eine Welt der Legion angreifen, wo dann sicherlich auch ein Kommandant von denen zu finden ist. Und das war quasi so das Hobby, oder ist das Hobby der Dämonen? Ja, unter Illidan gewesen. Das heißt, die haben uns eigentlich so ein bisschen den Rücken freigehalten. Juckt nur keinen, weil die haben Dämonen absorbiert, die sind böse. So, das ist momentan die blinde man kann es verstehen. Ja. Euch die Führung übertragen. Ich werde folgen. Das ist schön. Man kann es natürlich verstehen. Ja, man muss sich halt vorstellen, dass einfach eure Familie jetzt von Dämonen getötet wurde und jetzt kommt einer, der hat halt einen, der ist halb Dämon. Ja, und dem solltet ihr jetzt das Schicksal eures Lebens anvertrauen oder der Welt. Kann man schon verstehen, aber... Wie es so ist. Das ist die tragische Rolle von dem Illidan. Ne? Der arme Junge. Ah, es tut mir leid. Banner der Legion, wir haben auch erobert. Ja, auch mit Schlüsselstein. So fing das ja an, so sind wir überhaupt hergekommen. Und Sie sammeln jetzt. Jace, Alari, findet den Schlüsselstein. Yeah. Gut, dann aktivieren wir mal das Portal. Es geht eben um diese Schlüsselsteine. Ne, Dämonenjäger nochmal, kleines Fazit. Spielt sich wirklich schön, spielt sich sehr dynamisch. Kann ich mir im PvP ganz, ganz dreckig vorstellen. Momentan noch nicht, weil keiner mit klarkommt. Aber allein das hier ist halt komplett, wie gesagt, ich habe es immer schon gesagt, Schurke auf Crack, so ein bisschen. Ne? Man fliegt rum, man springt, man verwandelt sich, man ist halb Schatten, man verbandelt. Richtig krank eigentlich, ne? Richtig krank. So, Mr. Sonnenzorn. Wir haben fertig. Gib uns Stiefel. Man kann Twink Equip anziehen, tatsächlich. Natürlich, aber es geht ja eh nur bis 100. Aktiviert alle drei Portale und ruft den Rest unserer Streitmacht herbei. Yeah, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ja, und wir sehen auch, wie zuverlässig oder selbstbewusst sie sind. Die gehen halt einfach zu zweit jetzt hier, zack, ne, in die Basis rein, die liegt schon alles im Dreck. Es sind halt heftige Typen einfach, ja, muss man so sagen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wenn man Stufe 100 im Gebiet knackt, ob dann die EP, die man noch bekommt, mit reinziehen, wenn dann Legion kommt. So quasi so übertragen, ne, da bin ich mir gar nicht sicher, aber gut. Mechanismus funktioniert. Und wir beschwören alte Verbündete, die Aschenzungen. Bam. Ich gehe vor und suche Alari. Ich überbringe euch ein Geschenk von Fürst Illidan persönlich. Geil, danke. Meine Truppen gehören euch. Nice. Wissen wir, die Aschenzungen haben sich beim Aufbau der Vulkanstellung helfen. Aschenzungen, vorwärts! Okay. Die Aschenzungen bzw. die verbliebenen, verdorbenen Drehnei auf der Scherbenwelt, ja, um den Schwarzen Tempel herum. Schwarzer Tempel, wissen wir, ist der Tempel von Karabor, wie wir ihn im Schattenmondtal beispielsweise haben. In Drehnor im aktuellen Content. Bilder im Kopf, geht weg. Und deren Anführer ist ja eigentlich Akama, ja, und wie auch Lady Varsh und ihre Naga und Prinz Keltas und seine Blutelfen haben sich Akama und die Zerschlagenen, diese korrumpierten, verdorbenen Drenai quasi, die zurückgeblieben sind, nicht geistig, aber eben auf der Sterbenwelt, haben sich quasi Illidan angeschlossen, um den Schwarzen Tempel zu erobern, ja, um Makteridon quasi, dem Grubenlord, die Herrschaft der Scherbenwelt zu entreißen. Und die kämpfen ja eben mit, weil Illidan eben versprochen hat, ihr bekommt den Tempel danach. Darum haben sich Akama und die Drenai eben angeschlossen, in der Hoffnung, den Tempel danach wieder säubern zu können und zu der ursprünglichen heiligen Stätte verwandeln zu können, bevor das von der brennenden Legion bzw. den korrumpierten Orks dann eben in unserer Zeitlinie überrannt und zum Schwarzen Tempel wurde. Ja, Illidan, bekannt der Verräter, ne, hat den Titel ja doch nicht ganz umsonst, hat dann gesagt, ja, du kriegst den irgendwann, wenn ich fertig bin. Ich sag mal, ein bisschen blöd gelaufen und darum hilft uns dann Akama auch, eben während wir den Schwarzen Tempel infiltrieren, obwohl er eigentlich zu Illidans Truppen gehört. Ja, das ist alles, mit Dämonen ist halt immer Verrat und Intrigen und hin und her und was ist am besten für mich und wie es so ist. Ja, wir sind voll böse. Okay, verdammtes Kommandant Beliasch, Digga, du kommst auch noch dran, verspreche ich dir. Was ist los? Ja, Bonusziele sind hier auch direkt mit drin, dass jeder, der das nicht kennt, direkt so, wird ein Bonusziel, bam, oh, die sind wichtig, muss ich dann auch machen in Legion. Alles mit Teufelsenergie, was sie berühren. Sieht aber auch cool aus hier, ne, muss man ja dazu sagen. Und da haben wir Alari. Die Seelenfresserin, sehen wir, die ist schon fleißig dabei. Übrigens ganz asoziale Mobs, diese augenlosen Beobachterhainis sind. Die haben keine Augen, darum beschwören die welche. Das sind, egal wann ihr die fightet, Ad-Kämpfe. Richtig widerlich. Hier rüber, hier sind sie. Ihr seid ja nicht so weit gekommen, Freunde. Was habt
ihr aufgegeben? Ja, ich habe aufgegeben, heute zu schlafen, weil ich aufnehme. Reicht das nicht? Das ist ein großes Opfer. Hallo, ich habe keine Ferien mehr. Wochenenden sind wieder heilig. Augen auf das Ziel. Tötet Inquisitor Seelenschmerz, beansprucht seine Macht. Und das finde ich sehr, sehr cool gemacht, dieses System. Denn wir töten quasi die Dämonen. Und wie ich eben erzählt habe, Dämonenjäger haben Dämonenenergie absorbiert oder einen Dämon selbst und können das auch weiterhin. Bei Illidans Kriegskleven ist das zum Beispiel so, ne? Mit jedem Tod geht da eben die Energie mit rein. So wurden die umgeschmiedet, dass sie quasi die Energie absorbieren können. Ist bei uns, wie es aussieht, ähnlich. Und darum töten wir quasi mächtige Dämonen und absorbieren deren Macht. Ja, nun gut, ist ein bisschen witzlos, dass ich eben gesagt habe, dass wir das schon irgendwie ewig machen als Hobby, ne? Und jetzt auf einmal kriegen wir stärkere Fähigkeiten. Aber hey, jetzt sind MMO. Ja, was bringt uns das, wenn das vorher passiert wäre? Und so machen wir das jetzt mit diesem augenlosen Heini. Ich begebe mich zum Stützpunkt, sobald ich mit diesem Dämon fertig bin. Ja, sie hat richtig Bock, ja. Sie nährt sich reichlich hier auf jeden Fall. Schön die grünen, glitzernden Augen, ist bei uns ja nicht anders. Und wir speisen das Tor. Okay, Machtart, mein Freund. Und ja, tatsächlich kriegen wir ja auch noch nicht so viele Talente, muss man ja auch dazu sagen, ne? Demon Hunter levelt dann quasi nicht nur die Artefaktwaffe, sondern auch sich selbst hier so ein bisschen mit den Angriffen, die wir kriegen. Und dahin, boah, mega fett inszeniert, oder? Riesen Höllenbestie, holy shit, so ein Vieh in Rüstung, so Teufelsherrscher-mäßig. Ich sag's den Leuten, die die Scherbenwelt noch als das grausame, gefährliche Land kennen, ne, zu Burning Crusade, dass es damals war. Er hat ja Varian auch im Trailer zerfleddert, ne, mega fett einfach. Hat er einfach gewone-hitted, ne, Bartz Charlemagne in Kopf und fertig. Ziemlich, ziemlich krasse Aktion. Ja, man hört so ein bisschen, finde ich, ne? Man hört so ein bisschen diese Aschenzunge, man hört so ein bisschen so Grima-Schlangenzunge, man hört so ein bisschen das Gespaltene. Es ist eine Ehre für Fürst Illidan zu töten und so. Ne? Hört man schon so ein bisschen, ja, aber ein Messer im Rücken wäre auch nicht schlecht, ja? So nach dem Motto. So, meine angepriesenen Freunde sind gefangen genommen worden. Ja, das werden wir, merkt euch den Satz, werden wir nachher mal sehen, wie das ist. Wer kämpft hier denn? Dämonen, ja, normal. Achso, meine Named-NPC-Freunde werden gefangen genommen, aber die normalen Dämonen, Digga, die so, ach, naja, wer ist dieser gefangen nehmen, was los? Ja, auch hier sehr cool gemacht, ne, diese Seelensammler quasi, diese Wächter, guck mal, die haben diese Körbe auf dem Rücken, wenn wir die töten, entströmen da die Seelen tatsächlich. Wir haben noch kein AOE, ist hier gar nicht so ungefährlich, was ich mache. Der erste AOE, den wir kriegen, ist nämlich der Augenstrahl von dem Boss, weswegen wir den vielleicht zuerst töten sollten. Dann hätten wir hier nämlich mit diesem sehr mächtigen Augenstrahl, den man definitiv im Hinterkopf bewahren sollte in jedem Fight, weil der wirklich sehr, sehr krass und darum auch stationär gebunden und kanalisierend ist. Den sollte man definitiv im Hinterkopf behalten. Und ja, Freunde, was spielt ihr für einen Demon Hunter? Wie habt ihr euch denn entschieden? Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, ob ihr denn tatsächlich, weil wir haben eine sehr beschränkte Rassenwahl, ja, ob ihr euch deshalb vielleicht gegen eure Hauptfraktion entschieden habt, weil ihr gedacht habt, boah, Blutelf, never, ja. Ich zum Beispiel und Kumpel, wir mussten halt weibliche Blutelfen spielen. Ich kann nicht noch einen männlichen Blutelfen spielen. Ich habe meinen Ashbringer, meinen Paladin und der leuchtet auch noch. Das ist schon, sagen wir mal, blutelfisch genug, ne? Da kann ich nicht noch einen mit halbnackten Oberkörper und Tattoos spielen. Das geht nicht. Das geht nicht. Hallo, geht's noch? Nein, geht nicht. So, wir aktivieren und wir befreien. Was, wer spricht da? Wird hier telefoniert oder was? Hello, who's there? Ne? Yo, this is Dog und so, mega nice. Oder haben wir noch so ein Riesenvieh, gigantische Höllenbestie, Boss. Ich erinnere mich noch, in der Beta. Achso, da habe ich das Startgebiet ja nicht aufgenommen. Darum machen wir es ja jetzt, ne? Logisch, schön, dass ich euch das erzähle, oder? Total wichtig. Da wurden die Viecher ständig halt gefightet, weil alles voll war mit Demon Hunter. Jeder Demon Hunter, Demon Hunter, Demon Hunter, so wie die letzten Tage, ne? Mittlerweile ist hier schön leer, muss man sagen. Ja, Quatsch, Digga, wir hauen jetzt hier mit drauf mit unserer Kollegin. Ich spiele auch jetzt schon wieder ein Weibchen Elfen, ne? Seht ihr? Uäh. Das ist natürlich auch mega nice, es eröffnet natürlich ganz neue Dodge-Optionen, wobei, wenn ich mich erinnere, wie manche schon mit dem Mönch gespielt haben, ja, wie will ich nicht wissen, wie das dann mit dem Charge hier wird, wo da überall runtergefallen wird, aber gut, gucken wir mal, bin höchst gespannt. Ich glaube, bei uns im aktuellen Content spielt gar keiner Demon Hunter als Main. Heißt, wir haben im Raid-Kader einen Slot frei. Hat keiner gehört. So, meine Augen, ja, und wir haben sie. Bam, nice, da haben wir's. Nicht vergessen, Freunde, wenn ihr einen Demon Hunter spielt, ihr habt Handy-Notes, oder wenn nicht, dann holt's euch. Ist ganz wichtig einmal.
dieses bedrohliche Auge. Das ersetzt quasi diese dauerhaften Pots, diese kleinen Tränke, die wir seit MOP bekommen können, die eben gewisse Werte einfach erhöhen und dauerhaft nutzbar sind. Ja? Und hier haben wir auch eine Tasche mit 28 Platz, glaube ich. Also die sollte man beide einfach mitnehmen, denn hier kommen wir nicht nochmal her. Ne? Warum eigentlich nicht? Wir haben ja den Schlüsselstein, aber wir haben Wichtigeres zu tun. Ja? No Spoiler, wer das Startgebiet sich noch gar nicht angeschaut hat und jetzt bei mir wieder guckt. Ihr Schlingel, bestellt gefälligst vor, gebt Blizzard euer Geld, was ist los? kleiner Spoiler, wird noch einiges auf uns zukommen. So, Mega-Spoiler, oder alle so, boah, was, Alter, das ist ja krank, da habe ich nicht mitgerechnet. Ich brenne euch die Kniescheiben weg, was denn mit ihm, sind das die Fraggles oder was? Ich brenne euch die Kniescheiben weg. Alter, sind die nervig. Genauso stellt man sich aber die Wichte vor, oder? Richtig kleine, nervige Bastarde mit dieser Stimme, ey. Oh mein Gott. Richtig asozial. Bäm, Augenstrahl. So, RIP. Da habt ihr gesehen, da haben wir diesen besagten Dämonen in uns quasi erstmal entfesselt. Bonusziele ist halt immer irgendwie einfach Grinding. Ja, muss man sagen, das bleibt ja dabei so. Das ist im Endeffekt wirklich einfach Grinding mit einer kleinen Prozentanzeige, wie viel man jetzt gegrindet hat. Gut, ab und zu muss man noch ein paar Named NPCs töten. Ab und zu muss man noch irgendwas sammeln oder irgendwen retten oder so. Aber ja, wie es so ist. Ja, das Leben ist so hart, wir müssen irgendwen retten. Mi und so, ne? Verdammt, oh mein Gott. Wir retten erstmal noch unsere beiden Kollegen und auf dem Weg dahin müssen wir sicherlich... Oh, was seid ihr denn, die beiden Türsteher? Ah, hot, ey, hot boys, was los? Ach, wir drehen uns wieder um. Hat was von Pokémon Snap so ein bisschen, ne? Erinnert ihr euch, Pokémon Snap für der N64, wo man Fleckmons mit Äpfeln bewerfen musste, bis sie ans Wasser gehen, mit ihrem Schwanz angeln, dann Mushas anbeißen und die sich dann erst zu Lamos entwickeln? Lamos vor allem. Lamos entwickeln, war das ein asoziales Vieh einfach, ne? Unglaublich, ey. Und das alles binnen weniger Sekunden, denn ihr seid ja immer weitergefahren, ey. Pokémon Snap, heftiges Spiel auf jeden Fall. Genau, und er spricht gerade was an, warum ich vorhin den Dragon Age-Vergleich gezogen habe. Denn die Energie kann natürlich überwältigend sein. Ja, die Dämonen haben da gar nicht Bock drauf. Ich erinnere mal an einen sehr mächtigen Magier, an den Meryl, ich glaube Teufelssang, den wir, glaube ich, auch in einer der Artefakt-Questreihen vom Magier kennenlernen. Auch der hat, und das habe ich, während die Artefakt-Questreihen gesehen hat, der weiß das, der hat auch einen Dämon, und zwar einen Schreckenslord in sich aufgenommen, den guten Katranatia. Und der musste quasi Großteile seiner Magie nutzen, um den überhaupt unter Kontrolle zu halten. Ja? Und Dämonenenergie, und das ist auch was Wichtiges, zumindest in der Grundlore, ich denke hier jetzt permanent nicht, weil sonst hätten wir ein Problem, verbraucht. Lebendige, ja. Es war zum Beispiel so, dass da eine Konferenz war, wo die alten Götter gesichtslose Terramor belagert haben, während einer Konferenz, wo so ziemlich alle da waren, von Varian, Sral, Garrosh über Jaina und Medan, den Sohn von Garona und Medjev. Und Meryl musste quasi seine volle Energie nutzen und hat dann quasi ein bisschen Leben geopfert. Zum Glück Terramor Inselstaat konnte er ein bisschen Seetang nehmen und das Leben aus dem quasi saugen, um die Teufelsenergie in sich zu nähren und konnte dann einen mächtigen Angriff von Katranatir in sich entfesseln. Ja, hat ihm dafür aber ein Stück Kontrolle über seinen Körper überlassen. Also das ist ganz, ganz gefährlich. Ja. Naruto-Freunde, so ein bisschen Kabuto-Orochimaru-mäßig. Ja, muss man aufpassen. Ja, muss man aufpassen. So, Freunde, wir haben hier fertig. Wir müssen noch eine Seele opfern. Mystiker, der schwer verwundete Mystiker. Ah ja, gucke hier, ich bin eh so gut wie tot. Wunderbar. Das heißt, wir opfern jetzt hier seine Seele für diesen Tormechanismus. Sehr dämonisch. Ne, Sevis, was sagst du dazu? Er hat sich als tapfer und würdig erwiesen. Wir sollten uns alle glücklich schätzen, das ultimative Opfer zu Ehren von Fürst Illidan zu erbringen. Ja, das ist genau der religiöse Fanatismus, den wir in Deutschland so sehr lieben. Wunderbare Sache, ganz, ganz toll. Da kriegst du gleich eine Verwarnung, mein Freund. Und yo, hau rein, wir holen die Echsennarbe. Die Naga unter Lady Varsh natürlich. Illidari Champion, wir sind die Echsennarbe. Ja, was los? Fürst Illidan wünscht euch gutes Gelingen. Oh, das ist ja nett. Das freut mich aber. Wir haben einen Stützpunkt. Ja, haben wir. Wollen wir mal noch schnell ein Selfie machen, bevor ihr verschwindet? Naga-Freunde, wie sieht's aus? Yeah! Oh, die Gleven wurden ja ausgeblendet. Sehe ich das richtig? So, schön. Okay, das ist sehr komisch. Sind die auf dem Foto auch weg? Noch ein Vulkan. Ja, da stehen die Naga natürlich drauf. Ne? Die haben hier richtig Bock auf die Welt. Man muss natürlich dazu sagen, wir spielen, wie gesagt, in der Vergangenheit. Ne? Es gibt auch sehr interessante Questreihen in Legion, wo wir aus Illidans Perspektive spielen und in der Vergangenheit quasi im Schwarzen Tempel unterwegs sind und so weiter. Also wir sind jetzt, während wir quasi zu Burning Crusade Illidan bekämpft haben, da spielen wir jetzt gerade hier.
Ja, das ist schwierig mit diesem ganzen Zeitlinie-Gedöns, ne? Ich muss es so sagen. Und wir sehen uns im nächsten Part, Freunde. Bis dahin, haut rein und schreibt mir gern und haut gerne genau in die Kommentare auch rein eure Meinung zum Demon Hunter soweit. Vielleicht gibt es ja was, was euch überhaupt nicht gefällt. Mir ist bis jetzt nicht viel aufgefallen. Ich finde es einfach nice, ne? Ich finde es einfach nice und finde, das ist eine gute Klasse für jeden ADHS-Egwin-Spieler. Also jeden Egwin-Spieler. Wir sehen uns im nächsten Part, Freunde. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Yeah, Doppelsprung.